Namah Shivaya. Mutter, Vater, Sohn, Schöpfer Gott, dein Wille geschehe. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Von der Kraft des Lichts, von der Sonne gestrahlt, bist du in dir erwacht. Vater und Mutter sind nun in dir vereint. Und du bist die Kraft, die er schafft. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Gottes Frieden, Gottes Frieden, Gottes Frieden. Atumba Atasha Aten, die Erde grüßt euch. Oshononai Kepana Notatoye. Nahashati dia ono kikia matutisha takoye. Nahama otisisha notuki papala notukoma ayanatukoye tishite. Namaki. Namaki tishite takoye. Naiki. Das Lichtvolle in euch erstrahlt über die Weiten des Seins, um zu verkünden eine neue Zeit, in der ihr das Leben, die Natur, die Schöpfung Gottes wahrnimmt, in der Zeit, da ihr die Freuden des Lebens genießen könnt, für die Wahrheit offenbart und die Sehnsucht in eurem Herzen tragt, Vater und Mutter vereint in euch zu sehen. Die Wirkungsweise des Gemütes, es hat die Grenzen seiner Allmacht, seiner Ohnmacht und seiner Wiedergeburt erkannt und gelehrt bekommen. Es hat die Kraft und die Einheit mit sich verbunden im Erdendasein, im himmlischen Dasein sowie das erdgebundene Materielle in sich zu vereinen, in Liebe zu versöhnen und die Kraft Gottes durch alle Geschöpfe strömen zu lassen, um die Einheit im Licht der Sterne, im Glanz der Sterne tanzen zu sehen, dass eure Gemüter entfacht werden, voll Licht und voll Freude in dieser stillen Zeit. Entschuldigung. Sie möchte heute Abend an jeden von uns an ihre Hand nehmen, dass du ihre Wärme spürst und ihre Verbundenheit im Herzen trägst, sodass du die Liebe und die Kraft der Mutter und den Gedanken des Vaters vereint hier auf dieser Erde manifestierst, in der Geborgenheit und der schützenden Hülle ihrer und des Vaters selbst. So sollen wir wandeln auf dieser Erde, so sollen wir wandeln in dieser Zeit im neuen Kleid des Bewusstseins und des Körpers. Na aditi shitoko inatoko kagina, ina amapotati shitoko patatiana, a ana no papayena, ya inatoti shitoko ye, ina papatati shitoko ye. Ja, Anna Kukina. Napoi, Nakai. Lala Kukishataki.
Mein Otto, mach dir keine Vorstellung von dem, was kommen wird oder was sein wird. Dieser Moment, in dem ihr euch jetzt befindet, ist der Moment, der alles vereint hat, der alles in sich trägt, alles, was euch darstellt, ist dieser Moment. Was soll mehr werden? Was soll weniger? Eure guten Vorsätze für dieses Jahr? Wie schaut es mit den Vorsätzen des letzten Jahres aus? Sind die alle erfüllt worden? Ihr seht, dass es sich nicht lohnt, irgendwelche Ziele zu setzen, dass das Leben oft andere Wege gibt, als die Vorsätze, die man für die Jahre für sich getroffen hat. Es ist sehr erstaunlich, in welchen Bereichen du jetzt deine Kraft suchst. Die einen flüchten in die Vergangenheit, die anderen sind schon in der Zukunft. Wer ist denn noch jetzt da, im Jetzt, um die abzuholen, die da noch kommen? Ja, sie weiß, sagt sie, dass sich viele danach sehnen, dass es endlich weitergeht. Jedoch, wo sind die im Jetzt? Na, Papa, Baby, Ja, folge deiner Bestimmung, folge deinem Weg, für was du hier und oder weshalb du hier auf diese Erde gekommen bist, was deine Absicht war. Es ist nicht ganz einfach, diese Zeit zu intrigieren mit all den Herzenswünschen, die du in dir trägst, die endlich auf die Verwirklichung des Lebens warten. Ja, ist es wirklich dein Traum oder dein Ziel, endlich mit dem Vater und mit der Mutter vereint zu sein? Meinst du, dass du da auf einem Thron sitzt und dass du nur noch Halleluja singst? Das ist nicht das Leben, das sie für uns erdachte und das nicht vom Vater gelebt werden möchte. Wir sollen nicht plötzlich heilig werden. Und sie sagt, ihr wisst schon, wie sie das meint. Wir sollen in uns das zulassen, das Neue, das teilweise sehr befremdend und manchmal sehr ängstlich macht. Ihr stellt euch vor,
dass die Zukunft wie kleine Geschenke sind. Was du mit mir gefunden? Was? Bis auf. Ja, jetzt sind wir wieder auf Aufnahme, oder? Bis auf. Okay. Sag mal was. Ja, da scheint der Stream abgerissen zu sein. Das ist eine Technik, sagt die Mutter. Also danke. Wenn ihr aus der Angst eures Bewusstseins hervorgetreten seid und die Klarheit in euch gefunden habt, so seid ihr auch wahrhaftig in der Lage, neue Dinge zu kreieren. Das Kraftvolle und Weise in dir, das in Zukunft durch dich leben möchte, ist die Handlung selbst, das nicht mehr fragt, woher, wieso, weshalb, warum, sondern das nur Handlung ist, das klar und einfach und eindeutig zum Vorschein kommt. Ich muss mal kurz mal den Ton prüfen. Okay, der Ton ist auch da. Wenn du die Weisheit in dir trägst, wenn du das, was dein Herzenswunsch ist, leben kannst, so bist du unter vielen Menschen eines der Gesegneten, die dieses auf diese Erde mitgestalten. Du bist gesegnet im Geist und in deiner Handlung, sodass du weise zutage trittst und die Sonne und den Mond und die Sterne des Universums durch dein Bewusstsein zu zentralisieren und in Einheit und Geborgenheit in die Menschen, in die Herzen der Menschen zu transformieren. Die kommende Zeit ist die Zeit der Seele, jedoch der Körper wird die Seele zum Vorschein bringen. Über das Körperliche sehen wir authentisch 1:1 das Seelenbild des Körpers im Körper, sodass die Seele den Spiegel, Spiegel und ein Licht. Und dieses Licht, es zeigt auf eine Person, auf einen Mensch. Und der Spiegel reflektiert die Seele zum Menschen in dessen Gestalt, durch das Licht beleuchtet. Die Mutter sagt, das Bild, das ich gerade gesehen habe, das können wir uns so vorstellen, dass das Gotteslicht die Seele bescheint, die sich nicht mehr im Körper versteckt.
die also keine verborgene und schützende Hülle mehr trägt, sondern sie trägt sich nach außen. Ja, Hatoshi Shutokei. Ja, sie sagt, so ist es. Die Seele trägt ihr gesamtes Bild nach außen. Also im Körper waren vorher Seelenanteile, die sich verstecken konnten, die jetzt sichtbar werden. Der Seelenanteil, der sich vorher verstecken konnte, wurde benutzt, um eine neue, nicht identifizierbare Substanz in dich einzubringen, der es dir ermöglicht hat, erst in höheren Sphären denken und handeln zu können. Es war ein wichtiger Aspekt deines Lebens, dass nicht die ganze Seele sich in dem Körperlichen gezeigt hat. Also sie sagt, das ist die Wandlung. In dem nicht sichtbaren Seelenbereich wurde deine gesamte Zukunft erschaffen. Sie wurde in diesen Seelenbereichen geschrieben und sie wurden beschützt und verdeckt im Geheimen sozusagen, im Dunklen deiner selbst, nicht einmal von dir selbst erkannt, wurde praktisch deine Zukunft geschrieben. Entschuldigung, viele von uns verbergen sich und schützen sich. Sie wollen nicht erkannt werden, denn sie tragen große Last in sich. Lasten, die teilweise unerträglich wurden. Ja, das war auch ein geschützter Bereich, wo du nicht hingekommen bist bisher. Ja, aber wie die Schüttokogena, ehe in der Papa Wattele Kippa Wattele Schüttokoyeta. Ja, in der Tototogena, Tototogena, Schüttokoyena. Ja, in der Tototogena, Toko. Ja, in der Papa Wattele Schüttoko. Es wurden Eide geschworen und es wurden Mantren rezitiert, es wurden Gelübde abgelegt, es wurden deine Seele gemartert und gefoltert in Form von Dingen, die man dir glaubhaft gemacht hat, die jedoch nicht so sind. Und da der Schutz der Seele nicht mehr gewährleistet ist, werden diese Dinge, die ganz tief in dir sind, werden hervorgeholt und verarbeitet. Wir sollen jedoch keine Furcht davor haben. Es ist auch nur eine Illusion im Bewusstsein, dass diese Gelübde jemals abgelegt worden sind. Es ist nur eine Illusion. Das hat nie stattgefunden. Na, hatte die Schüttung gegeben, ihr Papa, die Schüttung, Papa, die jemand tot.
Ja, ama papatiti shi to ko mana to ke. Ne ina to ko ko ye. Wa ana to titi shi to ko ina. Mit diesem Vollmond, mit dieser Zeitqualität, die jetzt die Menschheit erlebt, ist es möglich, das, was gewesen ist, was wir als schwer und unverrückbar erkannt haben, dass dies jetzt seine Wirkung verliert. Einfach durch Bewusstseinsströme, die der Kosmos für uns verändert. Wo Veränderungen stattfinden, durch kosmische Einflüsse, die weit in die Jahre deines Lebens zurückliegen. Du bist durch viele Leben, durch viele Gezeiten bist du gewandert, bist durch viele harte Prüfungen gegangen, durch Prüfungen, die dir in manchen Situationen ja das Leben beendet haben, Prüfungen, die dich verletzt haben, Prüfungen, die dich gebeugt haben, Prüfungen, an denen du zerbrochen bist und glaubtest, in allem gescheitert zu sein. Ja, du gehst bei dir da. Ich soll euch das Bild sagen, das ich sehe. Und ich sehe einen abgebrochenen Bleistift. Und wenn man den abgebrochenen Bleistift etwas dreht, dann sieht man in der Mitte ein Loch. Da war scheinbar die Mine drin. Also man kann nicht ganz tief reinschauen. Jedoch, man sieht, dass da eine Mine drin ist. Und jetzt nimmt die Mutter den Bleistift in die Hand. Und sie spitzt den Bleistift an. Und bei diesem Loch, wo jetzt der Spitze hingeht, da fällt nichts raus. Es ist also, scheint keine Mine da zu sein, ist ja auch keine da. Ich sehe jedenfalls keine. Und jetzt spitzt sie weiter und jetzt kommt die Mine. Ena papatiti shitokoi ena ena papatiti ena papalatokoi ena papatiti shitokoi ena papatiti ena. Ja, sagt sie, der Bleistift ist das beste Beispiel, um euch annähernd zu erklären, was geschehen ist. Durch diese Enge, ja, in diesem Gehäuse, das jetzt das Holz des Bleistifts, lag die Mine zusammengepresst und sie ist teilweise gebrochen. Und konnte nicht zugespitzt werden. Ihr kennt es sicher, wenn ihr einen Bleistift euch schon mal angeschaut habt, wo die Mine mehrmals gebrochen ist, den kann man einfach nicht spitz kriegen. Alles, was ihr in den vorigen Leben also erlebt habt, an dunkle Felder, an dunklen Energien, sie sind alle komprimiert jetzt in dieser Röhre. Und der Bleistift selbst hat keine Wirkung. Jedoch, wenn man ihn spitzt, kann man damit arbeiten. Die Mutter sagt, dieses Anspitzen des Bleistiftes,
ist das, was wir jetzt gerade tun. Also wenn alle Gelübde gefallen sind, wenn alle Schuldbekenntnisse gefallen sind in uns, dann ist in diesem Bleistift, das ist jetzt eine Metapher, ist so viel Energie drin, dass wenn wir ihn geistig anspitzen, dass wir damit in die Welt zeichnen, Bilder oder Worte, die eine sehr hohe Präsenz haben werden, die sehr eine sehr weisen Menschen entsprungen sind. Und wir sind dieser Körper, durch den das alles gepresst worden ist. Erfahrungen, wo du drin zerbrochen bist, es hat dich hart gemacht. Und das, was jetzt rauskommt, es ist edel. Sie sagt, wir sollen uns bitte jetzt keinen schwarzen Bleistift vorstellen, sondern bunte Farben. Und wir sind innerlich total bunt geworden. Da jetzt erst die Qualitäten, die aus der Dunkelheit geboren wurden, ans Licht kommen. Was auch immer du für körperliche Hülle hast, wie auch immer du ausschauen magst, ob du dick oder dünn, klein oder groß oder alt oder jung, wie auch immer ausschauen magst, es spielt zu einem gewissen Zeitpunkt keine Rolle mehr. Es liegt nicht mehr in der Bewertung des Universums, wie alt jemand ist. Das sind schematische Grundzüge, die benutzt worden sind. Man hat früher Alter mit Reife verglichen und man hat gesagt, also von wann bis wann man Baby ist, Kind, Jugendlich, und das waren Unterteilungen, die es nicht mehr geben wird in der neuen Gesellschaft. Wir werden erstaunt sein, was noch alles mit unseren Körpern möglich ist. Wir wissen noch gar nichts, sagt die Mutter. Und das ist teilweise gut so. Sie sagt, viele sind unbeweglich und viele haben also auch Behinderungen, nicht nur körperliche, seelische und geistige, sondern sie sind einfach, wie sagt sie, abgestellt worden. Ja, sie sind zur Ruhe gebracht worden durch diese Formen ihrer körperlich-seelischen und geistigen Behinderung. Ja, was hat das mit diesen Menschen gemacht? Was hat das mit dir gemacht? Du fühlst dich vielleicht geistig
seelisch oder körperlich unbeweglich. Du würdest ganz gern in andere Sphären schwingen, andere Lichter, andere Möglichkeiten probieren. Jedoch, du scheinst festzustehen, fast unbeweglich, wie ein Baum in der Natur, der seinen Platz nicht einmal wählen konnte, sondern einfach dort steht. Und dort stehen wir jetzt, unbeweglich, wie ein Baum. Und du stehst da und nimmst alles auf. Alle Früchte des Lebens, ob Wind, Sonne, Regen, du nimmst alles auf. Sie fragt dich, was hast du in deinem Leben gemacht? Du standest nur da, bewegtest deine Zweige und Blätter. So ist das Leben bisher gewesen. Im Grunde genommen ist nichts geschehen. Du standst einfach nur im Leben und bewegtest dich in der Musik und im Rhythmus des Lebens. Und du atmest im Rhythmus des Lebens und das Herz hat im Rhythmus des Lebens geschlagen. Ja, Papa, ja, was hätte so ein Baum zu erzählen in all diesen Jahren, wo er dort stand? Du standst auf deinem Platz im Leben und bewegtest dich in Rhythmus des Lebens. Sie sagt, würdest du woanders gestanden sein, dann hättest du nicht die Nährstoffe bekommen, die die Erde für dich an diesem Ort und an diesem Platz bereithält. Du würdest nicht die geistigen Schübe in deiner vollen Wirkung erkennen können, in seiner vollen Wirkung erkennen können. Du wärst wie ein durch das Leben getriebener. Wenn ein Baum die volle Reife erlangt hat, dann stirbt er ab und er zerfällt und dann zerfällt die Wurzel mit all dem enthalten, was der Baum erlebt hat in dieser Zeit. Ja, wenn die Zeit weiter linear so verlaufen wäre, so verstrichen wäre, so wäre das wieder einmal das Ende einer Epoche. Entschuldigung. Ja, und dieser Baum, er hat
neue Samen geworfen im Laufe seines Lebens. Und einer dieser neuen Samen, das sind wir. Wir sind die neue Generation von Bäumen. Ena papegioke genato totokoi, ena papategionotoke. Und sogar der kleine Baum, sagt die Mutter, hat das gesamte Wissen des großen Baums in sich. Ja, baby, und du zerfällst nicht. Jedoch, es ist wie eine neue Chance, ein sehr sie sagt, es ist sehr einfach, sich es vorzustellen, du bist ein Baby, jedoch hast das Bewusstsein des großen Ganzen. Du bist vielleicht mal gerade ein paar Jahre jung und hast das Bewusstsein eines weisen Menschen. Ja, baby, du sollst nicht am Baum jetzt verwurzelt werden, es ist nur eine Metapher gewesen. Du bist noch zu stark im Baum. Der Baum, er stellt diese Göttlichkeit dar. Nicht, dass du am Baum hängen bleibst, sagt die Mutter. Ja, bitte, ich bin ein Baum, die Neugeburt oder die Geburt, aus der wir kommen, ist von einem hohen Potenzial schon vorgeprägt worden von Meister und Meisterinnen, die das schon auf dieser Erde gelebt haben und in das Unbewusste der Seele implantiert haben. Es war das, was in deinem tiefsten Inneren verborgen war an Seelenanteilen, das war immer mit den großen Sehern, Propheten und Meistern auf der Erde verbunden, jedoch es durfte sich nie zeigen. Sie sagt, es war nicht ganz einfach, wenn man sich trotzdem gezeigt hat. Man wurde sogar ans Kreuz geschlagen in ihrer Fantasie. Jetzt ist es so, wenn dein Licht erstrahlt oder wenn du das Licht deiner selbst erstrahlen lässt, so wird dadurch signalisiert, dass die Welt Licht der Welt, das die Menschen erwachen lässt, dass Tiere und Pflanzen erwachen durch dein Licht. Und es kann dir keiner mehr, niemand mehr, dieses Licht kleiner machen oder gar zum Erlöschen bringen. Das geht nicht mehr. Ja,
Sie sagt, schaut euch diesen Baum an, er hat alles in sich und dann stirbt er. Ist da nicht vielleicht ein Gottesbild gestorben und aus der Saat heraus, die ihr seid, ein anderes Bild entstanden? Es soll mal jeder in sich blicken, welches Bild er in sich trägt. Weil bitte du so toko mama hat okina. Lana oke kiki kiki na to 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 to. Ja na to koi. Bibi te to koi da. Bi na to 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 ti ko. Ne na to 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 si so to. Das, was wir letztendlich jetzt an Kraft und Energien haben, das ist das gesamte Potenzial, das in die Frucht deines Leibes gelegt wurde, durch Vater und Mutter. Du bist auserkoren in der Frucht deines Leibes, bist gezeugt worden, ohne dass jemand dabei war. Du bist das unbefleckte Kind, das von all dem nichts wusste. Atitiji shotoko enato kokena enato tototo wa anato tototiji shotoko yeta. Dadurch das Wissen des Baumes, du das Wissen in dir trägst, das die Welt braucht, um ernährt zu werden durch deinen Geist. In der Schöpfung gibt es Wenn ich durch dich, durch wen sonst, soll Vater und Mutter die Kraft der Energien so zentrieren oder bündeln, dass daraus Materie werden kann, durch dein bewusstes Handeln und dein bewussten Sein. Das, was wir bisher gebaut haben, das waren verstandesgemäße Bauten. Jedoch das, was wir in Zukunft bauen werden, sie kommen aus dem höchsten göttlichen Bewusstsein. Die Materialien, die uns zur Verfügung gestellt werden, sie kommen aus einer anderen Ebene als die, die wir bisher kannten. Das wird natürlich auch deinen Geist beflügeln, um Wunder zu vollbringen oder Wunder vollbringen zu können. Das geschieht jetzt teilweise in deinem Sein, dass du immer wieder kleine Wunder erfährst. Wenn du es gelassen sehen kannst, so ist dein Leben voller Wunder. Wenn du dich auf nichts einstellst, was geschehen soll, was passieren soll, wenn du es einfach lebst, dann lebt durch dich ein Wunder. Egal, was um dich herum geschieht, du bist behütet. Und sie sagt, das ist doch ein göttliches Wunder in dieser Zeit.
Das, was uns in nächster Zukunft erwartet, das ist der Schutz, den der Körper hat. Du trittst oder du gehst mit deinem vollen Licht in dieser Welt umher und die Gegenseite geht mit ihrer vollen Dunkelheit in dieser Welt umher. Es wird unmissverständlich klar gemacht, wessen Seite oder wessen Geisteskind sie angehören. Es wird unwiderruflich klar gemacht, wo du deinen Dienst angetreten hast. In der Dunkelheit oder im Licht. Und wenn du sagst, dass du ängstlich bist, so sagt dir, fehlt dir jegliches Vertrauen zu Vater und Mutter. Oder ist es vielleicht auch manchmal nur eine geheuchelte Liebe zu Vater und Mutter? Das wäre das Ende, das wäre das Aus für diese Art von Menschen. Die Wahrhaftigkeit, die jetzt durch euch gelebt werden will und sein wahres Bild zeigt, die Wahrhaftigkeit, sie wird auch viele Türen öffnen für diejenigen, die ihre Wahrhaftigkeit mit Stolz nach außen tragen, da sie vom Licht und von der Liebe der Mutter und des Vaters gesegnet sind. Du brauchst nichts zu tun, nur sein. Früher hast du in dunkle Ecken gesehen und hast dich erschrocken, wenn dort etwas vorzufinden war, was nicht so schön ist anzusehen. Jedoch du hast hineingesehen in diese Ecken. Und das war wichtig, um zu erkennen, dass da noch in der Dunkelheit etwas ist, was genauso mächtig ist, was von dir Besitz ergreifen kann. Und wenn du jetzt in diese dunklen Ecken blickst, du wirst keine Dunkelheit mehr finden, denn dein Licht erlöscht die Dunkelheit der dunkelsten Ecken. Und das Wahrhaft und das Schöne und das Glanzvolle, das kann durch dein Licht gezeigt werden, sagt sie. Es werden Ereignisse stattfinden,
die euer Erscheinen nötig machen, und durch eure Erscheinung werden Situationen gelöst werden können, Konflikte, nur weil ihr da seid. Nur durch deine Anwesenheit wird der Konflikt gelöst werden. Ja, der denn die Handlungen, die daraus resultieren, sagt die Mutter, sind von der höchsten Absicht, sind aus der Einheit des Ganzen, um Vollkommenheit und Versöhnung zu bringen. Ja, du bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Abgesandter Gottes. Du kannst ein Lichtkrieger sein, was schon in sich gar nicht geht. Krieg ist kein Licht. Du kannst ein Wesen sein, das Licht manifestiert in Form von diesen Konstrukten, die wichtig sind, um ein solides Fundament zu schaffen. Du kannst also kämpfen oder du kannst nur sein, um ein Fundament zu schaffen, ein Konstrukt, das notwendig ist, um fest auf der Erde etabliert zu sein. Da brauchst du nichts zu tun. Es sei einfach. Sei dir bewusst, dass die Handlungen, die durch das Körper-Geist-System in der Einheit erzeugt sind, dass das die Handlungen sind, die es voranbringen, die es ja zu Ende bringen. Wir sind genau im Plan der Schöpfung. Es sind so und so viele Seelen, die bereit sind, nur zu sein, nicht zu kämpfen, ruhig zu werden. Und dies ist letztendlich dann die Rettung der Menschheit, der Tierwelt und der Pflanzenwelt, der gesamten Erde. Unsere Ruhe, unser Licht. Das alles mit einem Mal beendet. Wenn ihr mögt, könnt ihr heute euer Herz auf Fukushima lenken. Die Mutter sagte heute zu mir, das Herz von Fukushima ist gebrochen. Es scheint etwas zu sein, was nicht mehr aufzuhalten war, den Menschen dort. Ja, sie haben kein schönes Schicksal und in Gedanken bin ich bei ihnen im Herzen. Sie sagt, es waren viele Bewusstseinsebenen daran beteiligt, Fukushima ja, zu retten. Jedoch, es war auch eine zwingende Erkenntnis der Menschen erforderlich.
um jetzt andere Wege gehen zu können. Wie jeder Krieg hat auch dies viele Opfer gekostet. Es waren Verhandlungen, die ja, Schattenwelt mit der Lichtwelt geführt hat. Und die Schattenwelt also hat nicht reagiert auf in den Verhandlungen. Sie haben Ultimaten verstreichen lassen und gegen das göttliche, das weise Prinzip verstoßen. Nun findet etwas statt, was vereinbart worden ist und was letztendlich der Menschheit zeigen wird, dass der Wahnsinn ein Ende hat. Wir warten auf große Erdbeben, auf Vulkanausbrüche, auf Erdplattenverschiebungen, ja, auf Taifune, Hurrikans, Tsunamis. Was dort in der nächsten Zeit in der äußeren Welt stattfinden wird, das werden wahrhaftig ernstzunehmende Dinge sein, die man nicht nur mit einer einfachen Katastrophe abtun wird. Denn es wird ihnen die Ohnmacht gezeigt, vor denen sie stehen, die uns Regierenden oder Regierenden wollenden. Dort werden sie ihre Machtlosigkeit, ihre Ohnmacht uns gegenüber zeigen müssen. Wenn sie unter ihren Steinen verschwinden müssen, weil das Licht oder da das Licht so intensiv geworden ist und sie letztendlich auch keine Lösung mehr für die Konflikte dieser Erde haben. Wenn sie unter ihren Steinen verschwunden sind, aus denen sie hervorgekrochen sind und sich uns als Regierung präsentierten oder als Macht präsentierten, so wird dieses Geschehen im Zuge dessen, dass sie ihre Ohnmacht bekannt geben und ihre Präsidenten absetzen, und es wird keiner mehr die Nachfolge des Nächsten antreten können. Es ist das Jahr des Körperlichen und Seelischen, wie es uns verheißen worden ist. So tragen sie ihre Seele nach außen ohne Schutz, ohne Verblendung, genau wie du. Und ja, sie werden sich in ihrer Ohnmacht wiederfinden, in ihrem wahren Verhalten und damit auch in ihrem Gesichts- und körperlichen Ausdruck. Auf einmal werden sie kamerascheu und gehen nicht mehr vor die Kamera, da sie sich selbst erschrecken über das,
was sie da sehen. Es wird offensichtlich auch für sie, dass der Zerfall, so wie der Baum, wie es die Mutter im Baum beschrieben hat, in dem ja alles enthalten ist, ja, vonstatten geht. Na, Papa, die Menschen, sie Seelen als Menschen, sie werden sich Dingen verweigern, da sie es nicht mehr tun können, da sie so lichtvoll sind. Sie werden keinen Job mehr finden. Sie finden nicht mehr Anschlüsse, wo sie vorher andocken konnten, da ihre Anteile also es ermöglicht haben. Die waren versteckt und jetzt werden sie also sehr offensichtlich und da geht nicht mehr an der Gava irgendwo zu arbeiten oder irgendetwas zu tun, sondern da musst du wahrhaftig sein oder da bist du wahrhaftig. Anna, die Totogena, ja, also es werden neue Berufszweige, die es also in diesem Strukturfeld nicht gibt oder noch nicht gegeben hat, werden etabliert werden und das werden unsere zukünftigen Arbeiten werden. Der Euro, das war ihr Glaubensgebet. Ja, der Euro war ihr Glaubensgebet. Und was sie ständig also rezitiert haben, am Euro wurde gemessen, wie stark die dunkle Seite ist, wie weit eine Versklavung der Menschen gehen kann. Jedoch der Euro ist zerfetzt und das vor ihren Augen. Damit hat selbst der Satan nicht gerechnet, dass etwas vor seinen Augen zerfetzt und verbrannt wird, das er nicht selbst inszeniert hat, sondern seine eigenen Gehilfen. Das hat ihn sehr erzürnt, dass seine Gesellen da draußen es nicht fertig gebracht haben, die Welt damit zu knechten. Ihr Glaubensbekenntnis, den Euro. Wir können uns das so vorstellen, das ganze gesamte Geldsystem, egal ob das Yen oder ob das Dollar oder irgendein Rubel ist oder ein Euro oder irgendwas, es ist nur Spielgeld. Nur mit dem Euro, da wurde etwas herausgefordert, wo die dunkle Seite ihre Macht zeigen wollte. Und hätte es geglückt mit dem Euro, wäre das geglückt, so hätte es für den Rest der Menschheit also keine Chance gegeben. Das konnte jedoch nicht sein, sagt die Mutter. Durch die Bewusstseinsebene, die jetzt wach geworden ist, ist es unmöglich, die Struktur des Geldes in dieser Form aufrechtzuerhalten. Ja,
ihr Anatokorepositopa. Und die ganzen Gehilfen, die daran beteiligt waren, die Menschheit in Knechtschaft zu halten, sie müssen öffentlich bekennen, dass sie gescheitert sind. Das ist die Strafe des Teufels direkt für sie, da sie versagt haben. Die Scham, dass sie versagt haben. Und deswegen werden sie flüchten aus Regierungskreisen und aus Ländereien. Sie werden sagen, sie haben damit nichts zu tun gehabt. Jedoch die Dunkelheit, sie hat sie gezeichnet, für alle sichtbar, durch ihre Körperlichkeit, die sie uns zeigen, an welchem Komplott sie mit beteiligt waren. Das wird sich im Äußeren, in der äußeren Welt durch sie zeigen, sodass sie voll Scham dorthin gehen, wo sie hingehören. Also sie können bestimmt nicht sagen zu ihrem Gott, dass sie ihren Auftrag ausgefüllt haben, zur besten Zufriedenheit ihres Gottes. Hat nicht geklappt, ging nicht mehr, sagt die Mutter. Sie ist bei Verhandlungen dabei, wenn der Vater und die Abgesandten der Erde zusammen sind. Und sie weiß sehr wohl, wer geschwächt hervorgegangen ist aus dem Gespräch. Jeder weitere Aufenthalt auf dieser Erde wird diese Art von Seelenmenschen sehr, 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 sehr wehtun. Es wird also größte Schmerzen, wenn diese Art von Kreation erleiden für das, was geschehen ist. Das liegt darum, sagt die Mutter, da das Licht die Substanz dieser Wesen auflöst. Und auch bei diesem Vollmond wurde der neue Samen wiedergelegt für ein neues Bewusstsein, für ein weites Bewusstsein in jedem von uns. Das Sichtbarwerden der gesamten Seele durch den Körper, es wird 1 bis 2 Jahre dauern. Inha papetitia papina apapatleto toke inha papatikinata inha tokena betile kokina betotoreta. Es richtet sich danach, wie weit du im Bewusstsein diesen deinen Geist in die Materie manifestieren konntest und inwieweit dein Geist diese Materie schon im Begriff ist, zu steuern und schon bewusst Befehle oder Anweisungen an den Körper geben zu können, der prompt darauf reagiert. Wenn du dazu schon in der Lage bist, dann ist schon ein großer Seelenanteil sichtbar geworden. Bina papatati di shutoke mina totoke e na papatati e na papati ya tokina ba banada toke na tataye. Manche Menschen sind bewusst aus der Öffentlichkeit herausgenommen worden
um noch den letzten Schliff oder den letzten kleinen Teil dessen zu vervollkommnen, was sie noch brauchten, um ihr Seelenkleid jetzt zu aktivieren. Adidide enata namati enata. Und das waren viele Menschen, Seelen, die dieses schon können und die dazu in der Lage sind, Licht in das Dunkle zu bringen, nur durch ihre Erscheinung, durch ihr Sein. Erinnert er dir, erinnert er dir, Papadli, erinnert er dir, du noch du koinata, erinnert Papadli, du noch du koinata. Papadli, La Papa in Ato Koshutakama. No ein Ato Tugina. Wana Oite. Wana Oite Amate Lokuya Shutaka. Sie sagt, sei einfach jetzt nur so, einfach ohne zu wollen, ohne tun müssen handeln. Sondern es handelt. Es ist der Fluss in dir, der das Licht und deine Weisheit vereint nach draußen trägt. Alles, was du versuchst, jemandem zu erklären, oder wo du versuchst, zu kämpfen, ist vergebene Mühe. Da der andere es allein durch dein Bewusstsein, durch dein Licht schon spürt, dass er mit dir nicht kommunizieren kann. Auch wenn du ja so weit bist, dass du ihm was oder ihr oder ihm oder es was sagen möchtest. Dein Gegenüber sagt, tut mir leid, ich kann das nicht aufnehmen, was du sagst. Es ist aus einer anderen Ebene gesprochen. Akzeptiere das. Beleuchte es nur. Sieh nur hin. Siehe nur hin, was dort geschieht mit demjenigen. Sie sagt, die Mutter, das ist das sanfte Licht, das du sein kannst. Du brauchst nicht brachial werden. Und vor allen Dingen lass deine Kinder in Ruhe, die vielleicht nicht so, noch nicht so weit sind wie du selbst. Denn sie haben auch ihre Zeit der Reife. Jedoch sei auch nicht, dass du Angst hast um sie. Ja, du tust es okay, Baby, Leute, du kannst Papa, du tust es dumm, Mama, du tust es okay, du tust es nicht okay. Na, du tust es nicht okay. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, hey, die Mutter, wenn du deinem Kind nicht das Leben schenken kannst, dass es es selbst leben kann, dann bekommt kein Kind. Also es sagt nichts anderes, wenn du das nicht loslassen kannst, dass es sich entwickeln kann, dann wäre es besser, es wäre nie geboren. Auch dein Kind geht seine eigene Entwicklung, dein Mann, deine Frau oder was immer du als dein ansiehst, das deinem Stamm zugehörig ist. Es ist alles Entwicklung in deinem Stamm möglich. Und sieh nur hin, wie sie sich entwickeln.
seiner Art zu entsprechen, seiner Art des Stammes zu entsprechen. Du warst nicht artig. Das kommt daher, da du deinem Stamm Schande gebracht hast. Ein Kind, das nicht artig ist, hat nicht seiner Art entsprochen. Jedoch alles entspricht dem Stammes, der Stammesart, nur in einer anderen Ausdrucksform, als du es vermutet hättest oder erwartet hättest, dass es so wäre. Sie sagt, wir pflanzen nur Kiefern in dem Gewalt, um möglichst hohe Profite zu haben. Und so pflanzen wir Kinder in diese Welt, um auch möglichst hohe Profite zu haben. Ja, dein Kind muss schlau sein und es muss viel verdienen. Alles andere interessiert die nicht. Es muss halt der Art entsprechen. Und diese Individualitäten oder Vielseitigkeiten werden total oder wurden total unterbunden. Jedoch, dein Kind entspricht einer anderen Art, ist jedoch vom selben Stamm, entspricht jedoch einer anderen Art, einer anderen Handlungs- und Wirkungsweise, und die hast du bitte zu akzeptieren oder zu respektieren. Das ist auch ein Ausdruck Gottes, der sich in deiner Art, in deinem Stamm zeigen möchte, sei es dein Kind, sei es der Mann, sei es deine Frau. Die Individualität eines jeden ist gefragt, jetzt. Die Mutter sagt, manchmal wird ein Kind nur geboren, um die Eltern zu erziehen. Das Kind erzieht die Eltern. Da es schon mit einer Kapazität ausgestattet ist, des Bewusstseins, wo es das kann. Und die Eltern haben schon lange nicht mehr das Sagen über das Kind. Wo die Eltern bestraft werden, wenn es nicht der Art des Kindes entspricht. Und das zu erkennen, dafür ist jetzt diese Zeit gekommen, in der wir leben, dass wir nicht mehr dem anderen die Macht geben, eine andere Art nicht zuzulassen. Du brauchst nicht mehr artig sein, du brauchst nicht mehr deiner Art so entsprechen, wie es vorher war. Du darfst auch anders sein. Sie sagt, wenn dieses verloren gegangen ist, so wird es auch keinen Aufstieg für diese Menschen geben, für diese Seelen, die nicht mehr Individualität leben können, die starr geworden sind, nicht mehr körperlich, nicht mehr geistig und nicht mehr seelisch beweglich sind. Sie werden die Erde verlassen. Die geistige und körperliche und seelische Beweglichkeit ist die Voraussetzung dafür, um ein neues Erdendasein erleben und erfahren zu können, indem dass du nicht starr und zerbrechlich wirst.
Papapata ke ina papati ina iata tuko kena toto ke. Strukturelle Verschiebung oder strukturelle Umorientierung. Sie werden an der Tagesordnung sein. Es passiert nicht mehr linear irgendetwas. Und wenn du nicht mehr deiner Art entsprichst, wenn du sozusagen nicht mehr artig bist, dann kannst du das überleben. Denn wenn du deiner Art entsprichst, die nicht gerade mutig ist und die eher duckmäuserisch ist oder eher zerstörerisch ist, wie wir es aus der Vergangenheit also erlebt und erfahren haben. Wenn jemand schon anfängt zu dir zu sagen, dass es in diesem Haus zur Sitte sei, dieses oder jene zu tun, so hast du es mit starren Menschen zu tun und mit Menschen, die dieses nicht überleben werden, denn sie sind nicht flexibel genug, um neue Dinge zuzulassen. Wie wichtig sie uns schon früher mal gesagt hat, es ist geistig jung zu bleiben, nicht irgendetwas entsprechen zu müssen oder etwas tun zu müssen, das dich starr macht, unflexibel, sondern spontan zu sein, das ist das neue Leben. Das vielfältige Leben, sagt sie. Heute hat sie uns sehr viel darüber gesagt, was mit uns gerade geschieht. Starrsinnigkeit, Starrheit des Körpers und letztendlich das Versagen der Seelenanteile, die Tötung des Körpers. Das ist das, was er uns heute gesagt hat, dass dieses bevorsteht. Nein, lieber Sam, es steht nicht bevor, es wird sichtbar gemacht, sagt sie. Okay, ich berichtige dies, es wird sichtbar gemacht. Von einem jeden Menschen, wie starr er schon geworden ist. Sie sagt, sehr viele ältere Menschen, die haben also eine körperliche Starrheit, sind im Geist jedoch beweglich geblieben. Das ist eine Grundvoraussetzung, im Geist beweglich zu sein, um in der neuen Ebene den Körper also zu entstarren. Die Starrheit aus dem Körper, sie wird also durch den Geist gesteuert und wird praktisch, wenn es seine Aufgabe getan hat, die Blockierung des Körpers, die ja gewollt war, aufzulösen durch den Geist, so wird das auch geschehen. Es ist nur ein Momentanbild, das wir alle sehen von unserem Körper. Das hohe Bewusstsein eines jeden
Seelenkörperanteils, das wir auf der Erde erfahren, das ist das letztendlich die Wandlung durch jeden Einzelnen zum Ganzen sichtbar wird. What did you not be in a petito et did in a patata in a patina? We in a papa did in a Wenn du zum Beispiel plötzlich sagst, sag mal, wo ist denn jetzt das hin? Ich habe mich doch eingeengt gefühlt körperlich oder habe irgendein Gebrechen gehabt, das nicht mehr latent da ist. So siehst du, wie der Verstand es reparieren kann jetzt. Das konnte er vorher nicht. Er ist an diese Dinge nicht gekommen. Sie waren im Verborgenen, sie konnten nicht reparieren. Sie haben nichts bewirkt. Nichts, was momentan eine schnelle Heilung bringen konnte. Jedoch durch die Strömungsfelder, die jetzt stattfinden, ist dieses möglich. Und so wünscht uns wirklich, dass wir weicher werden, flexibel werden. So dass körperliche, seelische und geistige Beweglichkeit fortschreiten, denn das ist das Kontinuum des Lichts. Das Heil und vollständig immer da und doch woanders auch sein kann. Die Mutter wünscht uns eine gesegnete Zeit, sodass die Kraft jetzt wirken kann. Wundert euch nicht darüber, wenn Wandlung stattfindet auf körperliche, seelische und geistige Ebene. Sagt Danke, denn es ist zu unserem Besten jetzt bestellt durch die Energien, die jetzt da sind. Bleibt in der Ruhe, bleibt in der Kraft. Das morphoenergetische Feld ist es momentan mit Spannung geladen. Schaut euch um im Äußeren. Jedoch seid ihr die Spannung. Klinke dich aus diesem äußeren Geschehen und seh, was jetzt ist mit dir, wie du dich fühlst, wie erhaben du bist und wie reich du beschenkt wurdest gerade von Vater und Mutter jetzt. Sie dankt uns sehr für unser Licht und für unser Sein. Auf dass die Flüsse und Seen durch unseren Geist gereinigt werden, auf dass die Sonne scheint auf diese Erde für die Menschen, Tiere und Pflanzen, auf dass wir Liebe in uns tragen und spüren die Weisheit Gottes, die aus jedes deiner Zellen sprechen und sich bemerkbar machen möchte. Om Shanti, Otashitokai, Abhatinatokai. Sie dankt uns sehr und sie hat uns im Herzen sehr, sehr lieb gewonnen. Jeden Einzelnen von uns. Otashitokai. Und so verneigt sie sich vor uns und sie sagt, auf dass die Sonne in unser Herz scheinen mag, auf dass die Sonne auf dich wärmend wirkt,
auf das die Sonne, die Erde und dich vereint. Om Shanti.